Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video und zwar erstmal auf der Karte Erlengard mit Ben Astron TV. Die Gelenke sehen jetzt komisch aus. Ah, gut. Ja. Auf der Map Erlengard mit Ben Astron TV. Wie gesagt, wir haben uns in der letzten Folge eingebracht, Fremdbeschwörung gekauft. Wow, was ist denn jetzt für. Was war denn das jetzt? Warum? Bist du denn jetzt auf einmal umgekippt, Mrs. Naja, deswegen ist er vielleicht schon gebraucht. Das geht mich gerade wieder hart auf. Ach man, das wollte ich doch gar nicht. Das ist bestimmt ein bisschen ärger als mit dem Händler. Ah, Mann! Zeit wird wieder verschwendet. Mensch, 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 Mensch. So, ich hoffe, euch geht's tipptopp. Mir geht's wieder blendend. Ich nehme gerade die Aufnahme direkt hinter der anderen Aufnahme nach. Also, wo wir es gekauft haben. Einen schönen Futter beschlagen. Deswegen muss ich noch ein bisschen Geld dazu holen, weil es war ja von in der letzten Folge so ein kleiner Fail. Den wir gekauft haben, also das gute 2000 bekommen wir eigentlich noch. Weil wir gekauft haben, war kein Futter beschlagen dabei. War es kein Futter beschlagen, aber ist schon noch nirgendwo dabei. Klar, man könnte sich das denken, aber ich habe gedacht. Das ist ja keine Schnecke drin gehabt, aber er hatte auch so Auflöser gehabt, sag ich mal. Da habe ich gehofft, das wird auch gehen, aber naja, gut. Und so hoffe ich das jetzt auch, dass wir da durch den Strohpelz das umgehen können, sag ich mal. Die Kühe brauchen ja hier Strohpellets. Strohpellets, hehehe. Nee. Nee, nicht dafür. Der Drescher auch dann zu Hause? Ne, so kann man nicht sagen. Da waren die bei uns zu Hause. So, kurz mal wenden. Müssen wir noch daran denken, noch einen großen Kredit am Laufen. Nicht, dass ich den. Und dann vergesse. Ich kann einfach so 100k vergessen. So, jetzt besser aus mit Umfunktionen an. Dann abwart. So. Ab geht der Peter. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ich so einen schönen Tag. Und wenn ihr so sagt, es ist bald Dezember. Es ist bald wieder Weihnachten. Und wenn du so denkst, oder wenn ihr denkt, das war schon ein verrücktes Jahr mit diesem Corona und alles. Es geht ja fast ein Jahr lang schon mit Corona. Weil es heißt ja Covid-19, 19 heißt 2019, irgendwann im Dezember sowas, so hat ich was ausgebrochen ist, aber bei uns in Deutschland ist es nicht da. Bei uns hat es ja irgendwie April, März war angefangen, nee, April, Mai ist war angefangen, glaube ich, mit Corona.
schon was? Nee, für euch ist gerade schon Dezember. Ich weiß es gar nicht mal genau. Hehe. Wenn du es dann das am 19. November gerade aufnehme. Oder ist die Aufnahme? Stammt die Aufnahme? Das weiß ich nur. Aber ich weiß nicht, was so ein Datum heute ist. Schreibt's in die Kommentare, was heute für ein Datum ist. Das schadet mir mit dem Druck. Ja, das ist auch. Wir brauchen alle schon einmal meine noch eine größere Halle. So, Drescher, das parken mal hier. Ey, meine Kühen geht's immer tipptopp. Dann fahren wir mal mit den Ballenpressen. Bin jetzt am Bürger, der macht auch mega. Aber. Er ist so laut. Er ist so laut, wäre jetzt ein Träumchen. So, Genua. Ich renne, ja. Ich habe diese komische Thermalmatte mit drin, ja. Da kann ich höher, thermal nicht höher schalten wie 1,50. So komisch. Ist vom Motherboard, ein wenn ihr euch damit auskennt und wisst, wie man höher stellt, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was dann jetzt rauskommt. In Heuballe oder Strohballen? Ach halt. Ist noch eine Seite. Ja. War gerade verwirrt. Die Beinpresse läuft schon. Aber besser wieder links. Besser wieder vor der Mischwagen. So, da ist das kleine schöne Feld. Schaut man das eigentlich mit dem. Mit dem Zoo eigentlich abgewöhnen, irgendwie. Ja. Ich muss stauben, bitte. Höchst richtig Flachs, nix. Mein Gott, seht, wenn dann K. Geht aus dem Wetter. Dann passt das besser mit dem Verhältnis, glaube ich. Von Futtermischwagen, wenn man noch. Nur 4K gehen da, 14K gehen da rein. Also. Ja, zwei, einen Strohballen, einen Heuballen und dann der Silo. Dann wirst du ja schon mehr oder weniger aufgeben, wenn wir da jetzt einen Ballen machen, was sonst draußen geht, da gar nicht innen vor dem Schwang rein. Hehe. Wäre schon ein Problem. So, jetzt muss ich jetzt irgendwo hier eine Strichliste machen, dass hier welche Ballen wir haben.
Ah, nein. Vergesst das, als was da hinten auch mitlenkt. Deswegen ist es auch so wendig. Ah, Mann. So, in 2, 3, Drehstrohballen. Aber über den zählen wir jetzt nicht mal nicht mit. Wenn wir gerade eins sagen, wir werden nicht mit meinem Wissen fertig. In die Eisen gehen. Okay. Ich bin gespannt, wenn die Netzfolie leer ist, was wir dann machen müssen. Netzfolie, sorry. Welche jetzt dazu passt, ja, schon da. Man muss ja eigentlich schon sagen, der November war schon eigentlich im November schon richtig warm. Ist jetzt ja gerade, ich nehme ja November auf und bei uns scheint einfach den ganzen Tag die Sonne. Das ist echt schon krass für November. Eigentlich. Ich bin gespannt, ob es irgendwann noch dieses Jahr noch Schnee gibt. Weil es heißt ja, dass ich irgendwie das 1 Grad im Jahr generell so die Höhe vom Sommer 40 Grad sowas immer 1 Grad höher wird wie letztes Jahr mit. Mehr heißt ja dann, dass er weniger Schnee bekommt, bis gar keinen mehr. Und das ist eigentlich schade, weil als ich Kind war, war ich gerne draußen mit einem Schneeüberschacht oder sowas gemacht, oder Schneemann gebaut und sowas. Ich kann sagen, ich bin dazu geboren, wo es dann wieder wenigstens ein bisschen Schnee lag. Also da liegt einfach so ganz Schnee. Na gut. Ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Das war's. Schönen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Aerosol TV auch nicht vergessen. Liken nicht. Schönen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao. Aerosol TV.